Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr auf die Schnelle zu Hause selber Schafskäse vorbereiten könnt und zeige euch die ganz wenigen Zutaten dazu. Ich habe mir vom Bauern 5 Liter frische Milch geholt und wir brauchen Käselab. Käselab bekommt ihr entweder in der Apotheke oder im türkischen Laden. Ich gebe die Milch erstmal in einen Topf hinein. Den Topf habe ich vorher gewaschen und nicht ausgetrocknet. Die Milch wird auf 36 Grad erhitzt. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist die Körpertemperatur. Ich habe auch so ein Thermometer zu Hause, den ich immer beim Käse oder Joghurt zubereiten benutze. Jetzt gebe ich ein bisschen Milch in ein Glas hinein, so ungefähr einen halben Glas. Und gebe 1,5 Teelöffel Käselab hinein. Ich berechne das so, dass ich für 5 Liter Milch 1,5 Teelöffel Käselab nehme. Ich vermische das miteinander und gebe das sofort in die Milch, rühre das einmal um, gebe den Deckel darüber, dann wird das richtig warm gehalten. Ihr könnt das mit einer Decke zudecken und 3 Stunden warm halten. Nach 3 Stunden öffne ich den Topf. Und man kann schon sehen, dass das dickflüssig geworden ist. Also der Käse ist richtig fest geworden. Jetzt schneide ich das einmal in Streifen, damit sich die Molke besser trennen kann. Dann von der anderen Seite nochmal und waagerecht. Also waagerecht schneiden ist natürlich nicht einfach. Deswegen nehme ich eine Kartoffelpresse und schneide das einfach in kleine Stücke. Dann lasse ich das so ungefähr eine halbe Stunde nochmal ruhen, damit sich die Molke schön trennen kann. Dann gebe ich das über ein Sieb. Das habe ich jetzt aus der Türkei mitgebracht und wir brauchen zusätzlich noch einen Quarksieb. Den bekommt ihr auch entweder online oder es gibt auch in Supermärkten diese Beutel, wo man Gemüse hineintun kann. Das passt auch sehr gut dazu. Jetzt gebe ich das über mein Sieb und unten habe ich dann einen großen Schüssel. So trennt sich die Molke von der Käse und kann einfach runtertropfen. Weil die Molke, die brauchen wir später nicht wegschmeißen. Das ist sehr, sehr wertvoll. Dann könnt ihr den Quarksieb einfach zusammenbinden, richtig fest und ein bisschen auswringen, damit die Molke auch ein bisschen rausgeht und etwas Schweres darüber geben. Ihr müsst einfach gucken, was ihr so alles habt. Das kann eine Wasserflasche sein, 5 Liter. Es gibt ja auch diese 5 Liter Flaschen oder irgendetwas Schweres, was ihr ansonsten zu Hause habt. Ich nehme dann auch meine Glasbehälter, wo auch Hülsenfrüchte drin sind. Die sind dann auch richtig schwer. Ich habe die Molke jetzt einmal gekocht und gebe meinen Käse in die Molke hinein und lasse es so ungefähr 5 Minuten kochen. Das ist sehr, sehr wichtig, damit die ganzen Bakterien absterben, müsst ihr das machen. Ansonsten kann es das sein, dass ihr irgendwie Gesundheitsprobleme bekommt. Also das müsst ihr unbedingt machen, so ungefähr 5 Minuten kochen, dann rausnehmen, die Flüssigkeit abtropfen lassen und dann auf euer Teller nehmen. Der Käse ist noch sehr warm. Jetzt gebe ich das in die Form hinein. Ich habe mir diese Behälter gekauft. Eigentlich ist das ein Stifthalter, aber durch diese Löcher ist das genau passend. Das sieht dann später wie fertig gekauft aus. Jetzt gebe ich das in die Behälter hinein und drücke das richtig fest an. Ihr könnt auch einen zweiten Behälter einfach hineingeben und mit dem zweiten Behälter richtig fest andrücken. Das könnt ihr machen, solange der Käse noch heiß ist. Das Schöne war ja auch, dass diese Behälter ineinander reingehen. So kann ich meinen Käse auch richtig fest andrücken und die Molke rausziehen. Jetzt kommen die Behälter sofort in kaltes Wasser. Das dürft ihr nicht vergessen. Also in kaltes Wasser hineintauchen, rausnehmen, so ein, zweimal und dann wieder rausnehmen. Ihr könnt euer Käse auch einfach so lassen. Ihr müsst keine Behälter haben. Ich mache das nur, damit das auch optisch schön aussieht. Aber ansonsten könnt ihr das auch so lassen. Wichtig ist, dass ihr wirklich die Schritte folgt und alles beachtet, was ich euch sage. Dann kann eigentlich nichts schief laufen.
Hier zeige ich euch mal, wie mein Käse geworden ist. Ich nehme das jetzt aus der Form raus. Hier seht ihr, das ist genauso wie fertig gekauft vom türkischen Laden. Und dann gebe ich reichlich Salz darüber und gebe das wieder in die Form. Und hier ist das nächste. Das habe ich auch schön mit Salz bestreut. Gebe etwas Schweres darüber und darunter eine Schüssel, damit die restliche Molke noch abtropfen kann. Ich habe 1 Liter Wasser mit 70 Gramm Salz gekocht und auskühlen lassen. Jetzt gebe ich meinen Käse in diese Salzlake. Das ist sehr, sehr wichtig, sonst wird der Käse schlecht. Und hier könnt ihr sehen, dass die restliche Molke auch nach unten abgetropft ist. Den Rest hatte ich dann in so einen Behälter hineingegeben und das ist dann das. Jetzt gebe ich beides in diese Salzlake hinein und lasse das 3 Stunden in der Salzlake. Also das muss richtig salzig sein, sonst wird der Käse wieder schlecht. Wenn ihr das probiert, muss das richtig salzig schmecken. Eine andere Methode wäre, dass ihr den Käse in Scheiben schneidet und reichlich Salz darüber bestreut. Das muss dann von allen Seiten mit Salz bestreut werden und dann könnt ihr das in Tupperdosen aufbewahren. Aber für längere Wochen würde ich euch raten, eine Salzlake zu kochen und da aufzubewahren. Dann ist es auch richtig lange haltbar. So, ihr Lieben, das war's dann heute auch von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss!